Der Mehltau hat zugeschlagen. Die ganzen Pflanzen schauen nur noch erbärmlich aus. Dafür findet man auf einmal Zucchinis, die man wohl übersehen hat. Ja, auf den Kompost kommt er natürlich nicht. Das ist reif für die Biotonne. Ach ja, Knoblauch hat gut geklappt, viele kleine Zehen, aber auch ein bisschen was Größeres. Für heute doch schon mal gar nicht so schlecht. Zwei riesen Zucchini, viel zu groß geworden, naja, werden wir trotzdem verschafft kriegen. Haufen Gurken und eine große Schüssel voll Knoblauch. Sogar einige riesige Teile. Wahrscheinlich habe ich da mal irgendwas aus dem Supermarkt gesteckt. Hat funktioniert. Wunderbar. Ja, und schaut langsam nicht mehr so gut aus für unsere Pflanzen. Haben fast keine Blattmasse mehr. Wenn man sich jetzt hier erinnert euch vielleicht noch an das letzte Video. Alles voller Blätter. Und jetzt alles ausgedünnt. Naja, hoffen wir, dass es noch ein bisschen weitergeht. Eine Gurke ist auch noch bei rumgekommen, aber die Bohnenernte, die beginnt jetzt erst langsam. Die ersten tragen. Aber was man natürlich ganz toll sehen kann, ist, dass das alles voll mit Blüten hängt. Natürlich jetzt nicht von dieser Seite. So, hier, das kommt noch, da ist jetzt reichlich Blüte und wir haben in 4 Etappen gesetzt, also immer an dieselbe Stelle. Erst der rechte Strang, dann der linke Strang, dann beim rechten Strang angehäufelt, nochmal reingesetzt und jetzt beim linken Strang. Hier drüben dürfte es dann auch bald losgehen mit der Ernte, Blüten sind ja genug da. Die gelbe Himbeere fängt jetzt auch an zu tragen. Praktisch, wenn die Familie dann in Urlaub fährt, dann kann ich die alleine essen. Und die nächste Schubkarre mit Blättern. Erdbeeren gibt es auch schon wieder. Hatte ich doch glatt noch ein paar Knoblauche übersehen. Tja, doch noch mehr Ernte. Wunderbar. Er versamt sich bei uns wild. Und wenn wir Bubillen schmeißen, dann einfach auch irgendwo hin. Der Knoblauch nimmt ja jetzt nicht so viel Platz weg, von daher ist eigentlich wurscht, wo er dazwischen aufgeht. Hat kein Geschäft damit und eine tolle Ernte. Meinem torffreien Moor gönne ich jetzt doch noch etwas mehr Wasserzulauf, damit, wenn es regnet, einfach die Oberfläche, wo das Wasser reinleitet, doch noch etwas größer ist, sodass ich vielleicht weniger nachgießen muss. Aber das ist jetzt ungefähr eine Woche her, dass ich das gemacht habe, oder was am Montag, weiß gar nicht mehr. Video dazu kommt noch oder ist schon gekommen. Also auf jeden Fall feucht ist es oben immer noch. Von daher scheint es mit dem Substrat soweit für mich zu passen. Jetzt muss es nur noch für die Pflanzen passen. Zum Glück haben wir noch ein zweites Gurkenbeet auf der anderen Seite vom Garten. Da schauen die Gurken deutlich besser aus. Eine kräftige Farbe. Ja, und Tomaten. Ein bisschen dunkel, aber ein junger Gartenrotschwanz mag unsere Markise. Wir haben ja dieses Jahr auch zum ersten Mal zwei Töpfe auf der Terrasse stehen. Im einen Salat und im anderen eine Gurke. Und irgendwie geht es der hier deutlich besser als den Gurken im Freiland, obwohl sie weniger Erde zur Verfügung hat. Ja, das war's mit meinem Ante-Video mit der ersten Terrassengurke. Macht's gut. Ciao, ciao.